hier wird unsere Reise weitergehen. Für viele hatte sie das Ende bedeutet. Die Isla Nublar. Diesmal ist es nicht nur ein Park. Es ist eine Welt. Simon Masrani glaubte, er könnte Erfolg haben, wo andere scheiterten. Vielleicht wären die Dinge anders verlaufen, hätte er dich hier gehabt. Jurassic World war dazu bestimmt, das begehrteste Reiseziel der Welt zu werden. Neue Shows, neue Exponate und auch neue Saurier. Das Wunder der Wissenschaft trifft auf die Magie der Unterhaltung. Es reichte aber nicht, die Saurier einfach nur zu sehen. Nein, man musste mittendrin sein, statt nur dabei. Aber sicher, so hoffte man zumindest. Wer hat schon Angst vor Wasser? Aber was im Wasser schwimmt, das ist eine ganz andere Geschichte. Und wem das nicht genügt, was ist mit den Sauriern, die Mutter Natur nicht vorsah? John Hammond hatte seine Vision und ich habe meine. Ich stelle mir gerne vor, dass wir unter anderen Umständen gute Partner geworden wären. Seine Leidenschaft und mein Geschäftssinn. Was für ein brillantes Team. Aber es sollte nicht sein. Und ich musste die Scherben dessen aufsammeln, was hätte sein können, und sie zu dem machen, was immer hätte sein sollen. Ein erstklassiges Premium-Touristenziel. Der einzige Ort der Welt, an dem man den faszinierenden Sauriern nahe sein kann. Hier entdecken die Menschen erneut die Wunder der Erde, einen ganz neuen Sinn für das Leben. Und sie werden gerne, bereitwillig und eifrig für diese Erfahrung bezahlen. Die Wissenschaft hat nicht die Saurier zurückgebracht, sondern Möglichkeiten, Hoffnung. So sehe ich das. Das ist Jurassic World. Hey, Cabot Finch, stets zu Diensten. Obwohl ich denke, Sie stehen eher zu meinen Diensten. Kleinigkeiten. Meine Aufgabe ist es, Jurassic World für die Öffentlichkeit vorzubereiten. Mit Ihrer Hilfe natürlich. Beginnen wir mit einem Wissenschaftszentrum und dem nötigen Strom. Also legen Sie los. Tja, und jetzt darf ich auch endlich was sagen. Ja, was und hallo, herzlich willkommen auf der Isla Nublar. Herzlich willkommen bei Jurassic World. Chaos-Theorie Nummer 4 ist angesagt, ja. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt, ob ihr mit dabei seid. Wo liegt die Schwierigkeit? Das ist nicht, die Chaos-Theorie, haben wir ja mittlerweile festgestellt, ist nicht einfach so ein Park hinklatschen, das wäre sehr einfach. Wo haben wir diesmal die Schwierigkeit? Und kann man ganz ehrlich sagen, wir haben nicht viel Geld. Ja, wir haben 10 Millionen und ich mache jetzt gleich mal Stopp, dass das Geld nicht gleich verschwindet. Wir haben nur 10 Millionen auf dem Konto, da müssen wir einiges bauen. Müssen für die ersten Gehege sorgen. Wir können nicht mehr wie diese 10 Millionen ausgeben, bis wir die ersten Gäste in den Park lassen. Da muss man ganz schön haushalten. Ja, muss man direkt so sagen, deswegen muss man gut planen, wo man wie was macht. Wir sollten zum Beispiel am Anfang nicht groß das Wegenetz jetzt ausbauen. Ein bisschen schon, aber nicht zu viel ausbauen, denn ja, großes Wegenetz bedeutet, wir müssen mehr für die Leute zurechtstellen, zur Verfügung stellen und so weiter und so weiter. Also wir müssen wirklich aufs Geld schauen. Und erst wenn der Laden dann so richtig läuft und die Dinosaurier da sind, können wir ein bisschen mehr Gas geben. Das ist die Aufgabe bei Jurassic World. Aber das Schöne ist, und das können wir uns ganz kurz anschauen, wenn es denn dann soweit ist, haben wir zum Beispiel eine Gyroskopstation, eine Gyrostation, das sind diese Glaskugeln, die man im dritten Teil, ich weiß nicht, ob das, die kennen, die es gesehen haben, wissen sofort, was ich spreche, in einem Großgehege, wo man dann mit so Glaskugeln rumfahren kann. Wir haben endlich unser Aviarium, also unsere Flugsaurier, und wir haben endlich unsere Lagune, wo wir auch für unsere großen Seesorger, ja, Seesaurier,
Wassersaurier eben was bauen können. Zumindest steht schon alles da. Wir müssen natürlich auch alles erfinden irgendwie und so weiter und so weiter. Es ist eine bombastische Aufgabe. Und wenn wir uns hier die Karte nochmal anschauen, es gibt nicht mehr Gebiet. Also man ist nicht so wie bei den ersten Teilen, dass man irgendwie was freischalten muss. Nein, wir haben ein großes Gebiet, wo wir uns ein bisschen austoben können. Und da bin ich echt gespannt, ob wir das schaffen. Und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ihr kennt ja meinen Spruch, schauen wir mal, dass wir uns gleich hineinstürzen können und gleich mal irgendwie, also er sagt ja auch, er gibt ja die Aufgaben immer vor, aber müssen wir auch vorsichtig sein, weil irgendwann schicken die uns Saurier, also die ersten drei Saurier bekommen wir wieder gestellt, damit wir die eben jetzt nicht züchten müssen und dann aber nicht mehr, so wie ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, dann müssen wir es irgendwie selber machen. Also, schauen wir mal. Zuallererst würde ich ganz gerne schauen, und jetzt habe ich gesagt, wir bauen das Wegenetz nicht so aus, jetzt aber schon, weil ich ganz gerne mal zuallererst jetzt hier mal rausfinden würde, gerne, ob man hier die Möglichkeit hat. Ich schaue das jetzt gerade mal. Aha, es geht also nicht. Nachdem wir ja leider keine Brücken bauen können, können wir tatsächlich über dieses Wasserding, aber können wir den, das muss ich jetzt mal schauen, das stört mich total hier. Ich hätte da ganz gerne einen geraden Weg nach unten. Können wir, und das kostet eigentlich das Erste, was schon wahnsinnig viel Geld kostet. Nein. Ich habe es mir fast gedacht. Wir können das Gelände, wie man hier sieht, drückt da drauf. Wir können das Wasser nicht aufheben und wir, also nicht wegmachen. Und ich konnte das Gelände ja nicht erhöhen. Und da. Ah, doch, es geht doch. Ah, super, so geht's. Okay, dass wir hier das Wasser wegmachen. Wunderbar. Das mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Sehr schön. Ah, da bin ich jetzt zufrieden. Ja, hat allein das jetzt schon wahnsinnig viel Geld gekostet. Aber ein bisschen was müsste man natürlich ausgeben, ist ja völlig klar. Einmal. So. Jetzt sind wir hier. Hier, ja. Okay, das andere machen wir dann später. So, okay. Mehr möchte ich jetzt nicht ausgeben. Alles klar, das war jetzt mal das Wichtigste. Ich würde nämlich da ganz gerne einen Weg dazwischen haben. Wir müssen nämlich drei Gehege bauen und die muss man, ja, wie soll ich sagen, ziemlich knapp auch bauen, weil wir einfach schauen müssen, dass die Leute auch alle sehen können. Das ist auch ganz wichtig, also hier dann vielleicht später hier natürlich noch mehr Geschäfte, hier Geschäfte, das wäre das Erste. Jetzt bauen wir zuerst einmal, wie hier vorgeschlagen, erst einmal unser Wissenschaftszentrum und eröffnen sozusagen die Show. Und wenn wir hier den Stromabnehmer haben, wird es jetzt erst einmal Sinn machen, wenn wir hier das Wissenschaftszentrum herbauen. Der Stromabnehmer steht mal wieder saublöd. Mhm. Okay. Lass ein bisschen laufen, dass die Jungs zum Bauen anfangen. Das Ganze nimmt Gestalt an, aber wir brauchen eine einsatzbereite Unterstützungsanlage. Oh, und eine paläomedizinische Anlage. Kümmern Sie sich darum. Ja, klar, brauchen wir natürlich immer. Also unsere Ranger-Station und die medizinische Anlage. Wo stellen wir die hin? Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich mache immer Pause, weil sonst läuft uns, damit ich in Ruhe überlenken kann und weil sonst läuft uns geht davon. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hier oben die ersten Gehege herbauen, drei Stück müssen wir bauen.
Also vielleicht hier, hier und hier. Macht Sinn. Gar nicht lang rumlaufen. Dann könnten wir eigentlich hier vielleicht die Ranger-Stationen und die paläontologische. Das würde gehen. Ich finde das irgendwie mit dem Weg hier, mit diesem krummen Weg, ein bisschen blöd. Aber ich probiere es jetzt einmal. Ich glaube, oder müssen wir die tatsächlich erst erforschen? Unterstützungsanlage. Tatsächlich. Okay, na, haben wir es doch schon, das Problem. Wir müssen zuerst die Forschung machen, damit wir die Dinge überhaupt bauen können. Hier, Ranger und Einfangteam. Rangers. Es ist tatsächlich noch nicht erforscht. Das ist ja abgefahren. Gut, dann. Und beide müssen wir einsetzen. Haben wir schon die ersten 150.000 weg. Gut. Dann können wir dabei ein bisschen laufen lassen und was überlegen, wenn wir weitermachen. Also hier links und rechts, wie man das eigentlich gewohnt ist von so einem Jurassic Park, kommen dann natürlich ein paar Geschäfte hin. Der Strom reicht uns natürlich nicht aus. Und auch für den Strom für die... Okay, für die Gehege und die Zäune brauchen wir natürlich auch. Wir brauchen also auf alle Fälle eine Stromstation. Jetzt können wir natürlich sagen, wir bauen alles mit diesen Notfallgeneratoren, aber die müssen wir halt auch jedes Mal immer, weil die brauchen ja Treibstoff. Und die muss man dann natürlich auch jedes Mal wieder aufladen. Immer unter der Prämisse, und das darf man natürlich nie vergessen, jetzt mache ich wieder Pause, weil schon alles erforscht ist, immer unter der Prämisse, dass wir natürlich später, wenn wir ein bisschen Geld haben, können wir alles nochmal umbauen. Ne? Muss ja nicht so bleiben. So, also, Unterstützeranlage. Wir müssen die wieder so hinstellen, dass die Jungs gut mit die Autos rauskommen. Und hier brauchen wir auf alle Fälle an Strom. Das ist natürlich jetzt blöd. Wirklich, hört auf meine Worte. Man muss wirklich alles verbessern, die Stromtechnologie. Aha. Das können wir gar nicht machen, weil wir zu wenig Wissenschaftler haben. Okay, verstehe. Dann werden wir doch erst einmal mit so einem Aggregat arbeiten müssen. Ich glaube nämlich, dass wenn wir die beiden hier bauen, dass dann schon die ersten Saurier kommen. Mhm. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt zuerst mal die Gehege. Ich drehe das jetzt mal auf den Kopf. Weil wenn man davon ausgeht, ich würde hier so, ja, das ist ja so ein Kreis, ne, sieht man ja schon. Ich würde die Hälfte von dem Kreis nehmen. Ich glaube, das müsste eigentlich vollkommen reichen. Und wenn wir, kann man eigentlich den, ist denn das die Aussichtsplattform? Ja, die können wir schon bauen. Okay, das ist schon mal gut. Ja, weil die braucht nicht mehr einen Strom. Würde ich die tatsächlich so herstellen? Ja, wir brauchen irgendwie einen Strom. Hilft nichts. Und dann stelle ich sogar die zweite jetzt auch gleich hierher. Die Zäune brauchen auch Strom. Also ist es völlig wurscht. So, dann stelle ich die zweite daher. Ungefähr gleich, damit es ein bisschen symmetrisch ausschaut. Oder? Schaut doch ganz gut aus. So. Na, es wirkt nur vom Schatten. Ich glaube, die Entfernung ist ungefähr die gleiche. Passt. Dann baut mir die mal. Bauen wir die Wege her. Oh. Okay.
könnte einen großen Brunnen oder so herbauen, finde ich ganz gut. Ja, okay, finde ich gut. Gefällt mir ganz gut. Pause wieder. Dann, ja, bauen wir zuerst die Zäune. Eigentlich wurscht, in welcher Reihenfolge, dass wir es bauen. Wir bauen nur das, was wir unbedingt müssen. Dann versuchen wir die also rund zu bauen und passt die so weit, wie es irgendwie geht. Ein bisschen an dem Weg an. Schau mal. Ja, finde ich ganz gut. Machen wir aber wirklich nur bis, ja, reicht vollkommen. So, und jetzt gehen wir da so. Und wenn man jetzt schaut, haben wir den, kannst du uns nicht Ansicht anzeigen? So, ja gut, das bringt natürlich wenig. Aber wenn ich mir jetzt diesen Halbkegel so vorstelle, ist im Grunde fast das ganze Ding überschaubar. Ist das windschief? Nein, es hat nur so ausgeschaut, weil es höhenunterschiedlich ist. Okay, sehr schön. Dann bauen wir das zweite auch gleich. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ungefähr genau wieder drüben. Das ist. Ah, es ist ja, ich finde blöd, dass man. Gibt es eine Gitternetzlinie? Gibt es nicht, gell? Ah, vielleicht. Das muss ich echt ungefähr abschätzen bis dahin. Na, jetzt. Ja, ganz gerade ist nicht. Können wir nachher noch verbessern? Ja. Stückel noch. Jo. Gut. Ist doch gar nicht so schlecht. Also übrigens das Kontrollzentrum, das ist völlig außerhalb der Park-Map. Also das muss uns eigentlich überhaupt nicht interessieren darum. So, das. Ja, doch einigermaßen gerade. Ja, die waren schon die Ausgangs. Nein, das schaut nicht. Das ist total windschief. Das geht eigentlich daher. Das geht eigentlich daher. Gell? Schrecklich. Schrecklich. Ich lasse jetzt mal so, weil auch das Abreißen und so weiter alles wieder Geld kostet. Also lass es jetzt erstmal so. Das müssen wir später vielleicht noch ändern. So, und das dritte Gehege könnte man eigentlich trotzdem hierher bauen. Dann können wir es nicht so lassen. Okay.
Ich muss jetzt alles machen. Wir gehen davon aus, dass wir hier gut die Mitte erwischt haben. So. Aha. Baut doch schon besser aus. Und dann machen wir das jetzt einmal kurz. Definitiv zu weit. Muss wieder Pause machen. So, gut. Ah, schaut doch schon wesentlich besser aus. Sehr gut. Vielleicht lohnt es sich, dass wir den Rund zumindest fertig machen. Ansonsten müssen die Leute gar nicht ganz anders rumlaufen. Dann könnte man vielleicht sogar in der Mitte den Generator herstellen. Und da ist halt die Frage, naja, gut, wenn wir den Weg machen wollen, das muss man sich überlegen mit dem Strom. Ich will diese beiden Anlagen noch nicht bauen, weil ich genau mir ziemlich sicher bin, dass er dann sagt, so, und jetzt kommen die Dinosaurier. Dann machen wir es jetzt so. Jetzt bauen wir erst einmal, also die oberen Gehege finde ich super. Jetzt bauen wir erst einmal die Gehege Einfahrten hier für die. So, dann machen wir da eins und das machen wir da her, dass der nicht so weit zum Fahren hat. Dabei mal. Ja. Das werden wir bauen müssen. Das hilft nichts. Bin echt, dass wir es doch erst einmal da herstellen. Der Weg geht ja nicht weiter. Das müssen wir dann später dann ändern. Warum ist da Terrainbeschränkung? Ach so, weil da Wasser ist, oder? Okay. Wie habe ich das jetzt geändert? Wasser weg. Das ganze Wasser weg. Muss sowieso ein neues Wasser machen. Ich muss ein neues Wasser machen, wenn die Dinosaurier da sind, kriegen die sowieso ein neues Wasser. So. Okay, jetzt haben wir auch keine Terrainbeschränkung mehr. Jetzt bauen wir den da hier. Dann müsste der uns doch die bauen jetzt daher. Und da müsste der doch zumindest uns die, genau, wunderbar, uns den Strom von den Zäunen nehmen, also die Zäune bestromen. Und wir machen jetzt hier ihr werdet schon sehen, ja, was spinnt ihr denn so rum hier mit dieser Genauigkeit? Ihr werdet es sehen. Wir werden dann froh sein, wenn man. Jetzt haben wir gesagt, das geht ungefähr bis daher. Hier. Jetzt muss ich echt, kann ich es wirklich nur abschätzen.
Ja, passt für mich. Und wahrscheinlich hier noch ein bisschen gerade hergehen müssen. Na gut, geht nicht besser. So. Ah, sind die jetzt verbunden? Moment, das schaut nicht gut aus. Moment, das schaut nicht gut aus. So. Immer noch nicht rund, aber es passt. Gut, okay. Und jetzt, ich hoffe, dass der Platz erreicht, aber das werden wir dann sehen. Jetzt werden wir hier den Weg nur ein bisschen weiter bauen. Zwar nicht viel. Und jetzt habe ich vergessen, es war natürlich zu schmarrn. Wir brauchen ja noch, habe ich jetzt fast ganz wieder vergessen, die Besuchergalerie. War jetzt gerade schmarrn. Oder... Doch, ich würde sie fast lieber hierher bauen, weil die, dann kommen wir wirklich das Ganze. Eigentlich ist sie da fast richtig. Okay, müssen wir nochmal ändern. Ich hege gerade die Befürchtung, dass das ein bisschen klar ist. Das Gehege, aber das werden wir dann schon noch herausfinden. Oh, passt, das reicht schon. So, wunderbar. Lassen wir es mal wieder laufen, dass alles gebaut wird. Ach, habe ich vergessen. Ach Mist, mit dem scheiß Strom. Ah Mann. Hierher bauen sollen. Wäre echt gescheiter gewesen. Das ändern wir jetzt nochmal. Ja, ich weiß schon, das kostet jetzt wahnsinnig viel Geld wieder. Was hatten die gekostet? Ah ja, gut, die kostet 37.000. Das erlaube ich mir jetzt noch. Das müssen wir anders machen, ja.
Ich will da keinen neuen Strom bauen, deswegen, das war jetzt das Problem. Also, dann machen wir das jetzt nochmal anders und das machen wir auch nochmal anders und das machen wir auch nochmal. Nicht, das machen wir nicht anders. Das machen wir nochmal anders. So. Ja, jetzt ist es besser. Und das bedeutet auch, wir müssen, dürfen auch die Wege nicht lang machen, weil sonst haben wir zu viel Platz und sonst sind die Lights voll. So, wir bauen das bis daher. Genau. Und dann den Weg aber jetzt nochmal weg. So. Naja. Wunderbar. Den kann man ja noch stutzen, aber wollen wir jetzt nicht übertreiben, ein bisschen wo müssen, weil vielleicht müssen wir noch Toiletten und so weiter bauen. So, wunderbar. Sehr schön. Jetzt ist alles bestromt. Wollt man sehr gut und wir haben bis jetzt wirklich nicht viel Geld ausgegeben. Das ist schon mal das Wichtigste. Das heißt also, jetzt werden wir mal. Jetzt schauen wir mal. Nach den Wissenschaftlern. Da sollten wir nicht sparen mit dem Geld. Jetzt schauen wir mal 400. Ui, der hat 6 Wohlbefinden, aber mit Wohlbefinden können wir am Anfang nicht so viel zu tun haben. Am Preis unten sieht man es eigentlich immer, kann man es immer ganz gut bewerten, wie die Burschen so drauf sind. Vielleicht nehmen wir nicht die anderen, eher 3x2, das gefällt mir ganz gut. Und hier die von, die gefällt mir auch ganz gut. Gut, Logistik 3.1. Ach so, da kommt ja ein bisschen dazu, wie hoch man die trainieren kann. Also dann nehme ich jetzt mal die. Und den kann man wohlbefinden. 10, das ist ja Wahnsinn. Und den, nicht die allerteuersten. Aber die Wissenschaftler sollten uns schon Geld. Ah ja, und jetzt ist die paläomedizinische Anlage auch bereit. Sehr schön. Gut. Bauen wir das gleich. Achso, falls ich es übrigens noch nicht gesagt habe, na logisch, wird die erste Folge jetzt erst einmal eine Sonderausgabe, also da werden wir uns jetzt nicht lumpen lassen mit der Zeit, das ist ja wohl ganz klar. Also, jetzt brauchen wir hier auf alle Fälle auch noch. Was war jetzt? Die Unterstützeranlage ist kleiner, glaube ich. Die Paleo ist größer, oder? Ah, muss man doch erst erforschen. Okay. Macht ihr zweites Mal. Wir da. Ja, Gästeattraktion, das ist auch wichtig. Können wir noch nicht. Das muss man als nächstes machen. Damit wir die Leute auch richtig bespaßen. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir zuerst einmal die Unterstützeranlage. Die Paleo ist größer, deswegen kommt die unten hin. Und dann kommt hier jetzt erst einmal die Unterstützeranlage hin. Können wir hier sogar ein Kraftwerk herbauen. Würde eigentlich Sinn machen. Ach Moment, seid ihr schon fertig? Ist ja schnell gegangen.
Ja, tatsächlich. Dann bauen wir die jetzt mal erst, ob die da hergeht. Okay. Macht nichts. Machen wir weg. Nur so viel, wie es sein muss. Hier machen wir... Bis zum Gartenrand. Mehr muss uns gar nicht interessieren. Oh, das hat jetzt auch viel Geld gekostet. Macht nichts. Aber manches muss sein. Das sagt man immer, gell? Wunderbar. Das bauen wir auch ruhig mit ein bisschen Platz. Wir haben genügend Platz, wir müssen nicht so Mr. super eng bauen. So, die kommt daher. Und das Forscherteam kommt. Daher. Also doch ein bisschen enger, weil ich hoffe, dass wir vielleicht tatsächlich da noch ein Ding herkriegen. Das mit dem Strom, das ist auch wichtig. Gut. Ja, ja, Wege nicht verbunden, weiß ich schon. So. Den fülle ich jetzt einmal auf. Das kostet, schaut mal, was das Auffüllen kostet. Allein einmal auffüllen kostet fast eine halbe Million. Also ganz auffüllen, das ist brutal. Wenn wir mal ganz kurz abwarten, ich mache jetzt mal ganz kurz schnell auf schnell, zack, 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 dass er das runtertickert. Gut. Pause. Die kostet... Einmal auffüllen kostet eine halbe Million und das Kraftwerk kostet nur 250.000. Das ist ein totaler Witz eigentlich. Natürlich bauen wir dann gleich ein Kraftwerk. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja verschenktes Geld. So, und das kriegen wir doch hoffentlich jetzt auch noch da her, oder? Hat so Gott. Hä? Fliegt es dann in der Luft? Ach, der baut er also ein. Halt, oh Moment. Nein. Naja, wohl. Kann ja eigentlich, oder? Finde jetzt gar nicht so schlimm. So, und dann bauen wir jetzt hier die beiden hier auf alle Fälle mal, vielleicht sogar hier vorne, dann können wir nämlich gegenüber auch gleich noch was hinbauen. Ja.
Nachdem die Saurier jetzt da sind, sollen sie in geeignete Gehege verlegt werden. Diese Produkte sind für unser Geschäft von zentraler Bedeutung. Ohne Saurier keine Jurassic World. Also, handle entsprechend. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe tatsächlich die Vermutung schon richtig gehabt. Ich habe schon Gespür dafür gehabt. Ich habe es echt nicht gewusst, aber es war mir schon so. Also, jetzt kommen tatsächlich 3 Saurier. Oh, und der Akylo, wir wissen nicht, wie viel da kommen, oder? Ich hoffe, dass denen der Platz reicht. Wenn nicht, müssen wir da oben noch ein bisschen rumtingeln mit dem Platz. Jetzt ein Doppelgehege machen, das sehen wir jetzt gleich. Mehr möchte ich nicht bauen, weil jetzt können die Leute nicht mehr rumlaufen. Aber bevor die jetzt kommen, schauen wir jetzt erst einmal, dass wir hier auf alle Fälle unsere ersten Einrichtungen einmal hinstellen. Das müssen wir sowieso. Oder wir können einmal schauen, ob wir... Da war doch vorher diese Gastkomfort. Es ist alles noch gesperrt. Okay. Aber das hier, Gästeattraktion, ja, das ist wichtig. Das machen wir mal. Brauchen wir 5 Rädchen. 2, 4, 5. Da müssen wir alle ran. Okay, machen wir das einmal. Das ist noch nicht freigeschalten. Also es bleibt uns im Moment nichts anderes. Sie behandeln. Upgrade Effizienz. Okay, dann arbeiten wir erst einmal hier mit den Kleinen. Und da müssen wir uns jetzt, bevor wir die hinstellen, überlegen, wie wir das mit dem Strom machen. Weil jetzt hätten wir unser Kraftwerk. Wir könnten also den Strom vielleicht oben rumziehen. Nein, ist blöd. Also wir haben wie immer mal dann diese furchtbar kreisligen Drähte, aber das wird uns im Moment nichts anderes übrig bleiben, dass wir hier anherstellen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Wenn wir wahrscheinlich 2, weil ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, dann, die Ding muss auch versorgt werden. Also wir stellen und dann könnten wir vielleicht hier runterkommen. Ja, so könnte es funktionieren. Hier einher. Dann hier einen. Den brauchen wir sowieso. Dann gehen wir hier runter. Dann. Na, das reicht nicht. Und dann werden wir leider links und rechts einen bauen müssen. Das wird nicht anders gehen. Okay, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Baut ihr mir die Hämmer da, dahin, da, ne? Nee, da brauchst du brauchen wir Leitungen. So, und jetzt gehen wir da einfach am Webrand entlang. Schön ist es nicht, aber wissen wir ja. Wir können es immer leider nicht ändern, dass die Dinger so furchtbar kreislich sind. Nein, und jetzt kommen wir da nicht drüber. Ach komm, das gibt's doch nicht. So, ja, dann wird der gleich mal von Stromleitungen willkommen geheißen, aber das müssen wir jetzt mal so lassen. So, aber dafür können wir das wegreißen. Ja. Brauchen wir nicht mehr. Kostet uns kein Geld mehr. Ja, seht ihr es einmal. Ja, außer meine Operationen, die ich immer noch mache, meine Veränderungsoperationen,
haben wir schon wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und das ist wirklich sportlich, weil es sind ja alles Dinge, die wir brauchen. So, jetzt bauen wir noch die... Nein, die bauen wir nicht. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Gäste. Und müssen hier erstmal schauen, dass wir hier schön für die Gäste was herbauen. Und das ist, ärgert mich schon wieder, dass wir das... Was für Taste war das um das? Ah ja, jetzt ist es aber gerade. Okay. Essen machen wir später. Dann trinken. Schau, dass ich es genau auf die andere Seite bringe. Gibt's ja nicht. So, jetzt ist es gerade. Stimmt das? Ist das genau gegenüber? Würde sagen, ja. Okay. So. Dann. Toiletten brauchen wir auch noch, logisch. Schutzraum brauchen wir auch noch. Dann würde ich sagen, bauen wir in der Mitte wieder einen Schutzraum, wenn wir das eigentlich auch immer gemacht haben. Wieder, ja, stimmt. Jetzt den Pfeil genau am Weg an, dann sollten die eigentlich alle gleich weit weg sein und schauen, dass wir hier auch die Mitte treffen, dass wir dann rechts davor auch noch einen herkriegen. So. So. Geht jetzt bis zu den Buschen und passt hier auch noch eine her. Passt doch wunderbar. Ja, bis zu dem Mitte vom Busch. So. Wunderbar. Und ich hoffe, das klappt alles so, wie ich das wusste. Dann könnte man eigentlich auf der anderen Seite vielleicht eine Toilette hinstellen, oder? 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 Nein, das gefällt mir noch nicht. Nein, das machen wir anders. Wir stellen auf der anderen Seite jetzt noch ein Merchandising hin. So. Stimmt das? Ja, stimmt. Mitte. Passt. Bei Toiletten, also da kommen wir dann logischerweise, kommt hier noch ein Laden hin. Toiletten brauchen wir auch. Würde dann gleich mindestens zwei hier bauen. Also gehen wir mal davon aus, da kommen jetzt hier nur Läden hin. Dann kommen wir hier zum Beispiel, könnte man hier eben links und rechts. Wir brauchen natürlich auch einen Strom. Da haben sie keinen Platz mehr. Einmal und jetzt habe ich nicht genau geschaut. Steht nämlich schon ein bisschen schräg hier, gell? Oh, da lang.
kriegt es ungefähr hin. So. Hm? Gut. So, dann Wege. Erstmal, wir haben nur den. Es gibt also keine Überlegung, ob wir irgendwas mit den Wegen machen. Wir haben nur den im Moment. Das ist ein bisschen blöd, dass der so schräg steht. Das gefällt mir noch nicht, aber ich schätze mir, wir werden es anders machen können. So, und jetzt brauchen wir nur den Strom. Genau, und da in der Mitte können wir jetzt keinen reinsetzen, da wird einer reichen. Deswegen machen wir zwei. Das hat auch schon einen Grund, warum ich hier zwei mache, weil den werden wir dann einfach im Wald verstecken. Müsste dann schon klappen. Weil ich dann wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit auf der rechten Seite dann auch noch, hier haben wir, so, machen wir hier, weil dann nehmen wir die Galerie auch noch mit. Und vielleicht sogar den Zaun, das könnte sogar klappen. Probieren wir jetzt mal hier hin und hier hin. Ich hoffe, dass es dann alles schön im Wald verschwindet. Mist, habe ich den jetzt nach vorne oder nach hinten gebaut? Jetzt weiß ich nicht. Nach vorne habe ich gebaut, oder? Ja. Noch müsste. Ah Mann, das ist echt zu kurz. Was ist das nicht auf einmal rüber, oder? Dann nutzen wir es zu unserem Vorteil. So. Und jetzt kommen wir. Gib mir noch 2 Minuten. Pausieren. Ich würde mir gern alles anschauen in Ruhe. Wir haben echt nicht viel Geld. Wir haben nur die Hälfte des Geldes verbraucht. Gefällt mir total gut im Moment. Die Stromleitungen schauen furchtbar aus. Das weiß ich, aber anders können wir es im Moment nicht machen. Aber wir könnten es auch querbeet hier über den Rasen machen. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Das gefällt mir alles nicht, aber es wird noch geändert. Wir werden hoffentlich auch nur den Strom später haben, ohne diese Leitungen. Und dann werden die sowieso verschwinden. Wir könnten jetzt vielleicht noch final na? Das schaut doch schon gleich ganz anders aus. Super. Wunderbar. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass die zufrieden sind, die Leute. Ja, ihr Lieben, das war super. Das gefällt mir total gut. Das war der erste Teil unserer ersten Folge und fast eine Stunde. Und beim nächsten Mal werden wir dann unsere Saurier einfliegen lassen. Dann müssen wir schauen, ob die Plätze auch reichen und dann werden wir sowieso den Park eröffnen. Machen wir dann alles in der nächsten Folge. Super. Im Moment gefällt es mir total gut und ich hoffe euch auch. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen jetzt hier. Es ist die 4. Staffel der Chaos-Theorie. Wir sind auf der Isla Nublar bei Jurassic World. Und ihr seid beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Bleibt gesund. Euer DJ Nick. Servus. Pfiat euch.